Aufnahme läuft. So, aber jetzt kommen wir zu was Gutem. Das war ein lang erwartetes Ding. 3, 2, 1. Und herzlich willkommen bei den Pulver Boys, dem besten Testkanal für Gaming Booster im deutschen Internet. Und heute eine Sorte, die ihr ganz oft in den Kommentaren schon erwähnt habt. Und zwar geht es um Gamers Only, die Funky Watermelon. Mhm. Und hier in der Vitamindrink-Ausgabe. Zur Information, Vitamindrink und bevor wir es nicht schmecken, komplett gleich. Halt nur ohne Koffein. Ohne Koffein. Und wir haben jetzt schon eine lange Session hinter uns, viele Videos aufgenommen. Und damit wir nicht durchmachen müssen bis übermorgen, machen wir jetzt den Vitamindrink. Der für mich auch so ein, gucken wir mal. Ja, mischen wir dir mal an. Ne? Gamers Only, wie bekannt, ja kurz und mal. Genau, ist ja eine kleine Tube hier, ne? 40 Portionen. Marvin schon hier fast ausgelöffelt. Das Pulver sieht man jetzt gar nicht mehr ganz so gut. Versuch's trotzdem mal. Ein bisschen traurig, ne? Ja, es kommt neu, Ist vielleicht auch ein gutes Zeichen. Ja, wenn es leer ist. Und die Wassermelone war ja vor Laser Lemon auch der Monte-Lieblingsgeschmack. Mhm. Ja, muss ich wieder Monte in den Titel reinmachen, da kriegen wir wieder viele Klicks. Montes ehemaliger Lieblingsgeschmack. Ehemalig, zukünftig. Und nochmal anderthalb. Nochmal zum Geruchstest. Ja, Wassermelone halt, ne? Also ich habe bei diesen Geschmäckern für Wassermelone, gibt es auch für Level Up, habe ich überlegt, wie stelle ich mir Wassermelone vor? Und ich finde das aber auch schwierig, im Kopf dir klar zu machen, wie schmeckt Wassermelone. Da gucken wir gleich mal zu, wie die das überhaupt alle lösen. So. Ich bin gespannt. Ich mixe. Ja, das ist ja. Ja, und das könnt ihr richtig schön auch nachmittags trinken, so, oder vormittags. Vormittags. Wenn ihr einfach den Geschmack haben wollt. Deswegen sage ich ja, ich finde diese Vitamindrink-Sache immer geil, weil ich finde die Geschmäcker an sich finde ich halt auch gut und man will halt nicht den ganzen Tag immer nur aufgedreht werden. Ah, das sieht doch wunderbar aus. Prost. So, dann holen wir mal die Deckchen. Wunderbar. Die Gläschen. Alles wird verniedlicht. Dann nehmen wir ein Trinkchen da rein. Die Farbe ist cool. Ne? Ja, ein bisschen pink. Bisschen. Ja, natürlich jetzt die Frage, ja, probieren jetzt einfach. Prost. Prost. Merkst du das direkt? Ja. Nach den letzten Sessions, nach den letzten Aufnahmen? Wir haben ja Just Legends getestet. Ja. Und von unserem Partner Gamers Only schmeckt das natürlich direkt besser. Gleich viel besser. Weil er unser, nicht nur, weil er unser Partner ist, sondern weil ich diese Sorte. Nein. Also die finden wir wirklich gut. Ja. Du hast direkt, und da merkst du halt diesen qualitativen Unterschied zwischen Sovat da und Gamers Only oder Level Up oder Holy. Direkt den Geschmack, ne? Ja, weil du sofort ein Ding sagst. Jetzt ist die Frage, ne, wegen diesem Wassermelonengeschmack. Weil ich habe auch bei anderen Reviews gesehen, dass viele gesagt haben, das schmeckt für mich nicht wirklich nach Wassermelone. Und da ist halt wirklich die Frage, was stelle ich mir unter Wassermelone vor? Gilt auch das Gleiche für die Level-Up-Sorte. Das ist nicht jetzt, also wenn du frisch in eine Wassermelone reinbeißt, das schmeckt nicht so wie das. Ja, ja. Das kriegen die nicht hin. Die kriegen nur so eine Art von. Aber diese Art von, die ist lecker. Doch, also eigentlich auch wieder der perfekte Sommerdrink, ne? Ich trinke es ja wirklich oft. Und würde ich ja nicht machen, was sie schmeckt. Die Melone, also die Melone, die finde ich auch besser als die von Level Up. Okay. Die probieren wir auch noch. Nicht heute, aber bei mir. Kommt alles. Wir haben so viel, ne? So wenig Zeit. Ja, das ist ein Problem. Die schmeckt wirklich gut, die ist lecker. Doch, auf jeden Fall. Also ich habe auch schon die Performance-Variante davon getrunken. Und die schmeckt auch 1:1 gleich. Aber mit dem Koffeinkick. Doch, schmeckt wirklich gut. Bisschen die Zähne ausspülen. Du hast halt so eine schöne Süße, die ist aber nicht so krass, die ist nicht so extrem süß, sondern es ist so eine angenehme, schöne Dings. Du hast dieses melonige Frische und das ist einer der perfekten Geschmäcker. Das ist halt auch, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, das ist einer der älteren Geschmäcker von Gamers Only. Ja. Und die waren bisher immer die besten. Ja, auf jeden Fall. Die OG-Geschmäcker, ne? Die Classic. Oldschool. Und ja, und die sind aber wirklich, die sind wirklich gut. Also wenn ihr Gamers Only bestellt, mit unserem Link unten in der Beschreibung. Funky Watermelon können wir wärmstens empfehlen. Absolut, das solltet ihr mitnehmen. Wisst ihr Bescheid. Ich glaube, kommt ja eh schon gut in der Community an, Wassermelone, so oft wie das nachgefragt worden ist. Und die Leute wollen ja unsere Meinung hören. Das würde ich auch gerne nochmal mit, das habe ich auch noch nicht getrunken, mit Cola mischen. Ja, mach mal. Ja, mach ich. Komm, mit Kaffee auch noch. Ja, nee, mit Cola. Lieber. Ja, das kann ich mir auch noch vorstellen, das schmeckt schon noch wild. Mit Cola meinst du echt? Ja. Probier das mal und dann kannst du es in den Discord schreiben, wo ihr natürlich auch joinen könnt. Ne? Und da ist immer was los. Ne? Medaillenmäßig. Guter Geschmack. Ist ein guter Geschmack. Würde ich jetzt
Silber sagen, ne? Silber auch, weil ich finde Gold ist so, Sherry ist gar nicht richtig rein. Und Laser Lemon. Das ist nochmal over the top. Ja. So, ne? Das ist so auf dem Niveau auch von Blaubeere, ne? Ja. Von Gamers Only. Da macht man echt nichts verkehrt mit und kann man gut trinken zwischendurch. Das könnt ihr halt immer mitkaufen. Ja. Und gerade diese Vitaminvarianten finde ich immer ganz geil. Und dann könnt ihr einfach sagen, okay, gerade so für diesen Nachmittag oder bevor ihr abends nochmal einen reinzieht. Ne? Also das ist wirklich gut und lecker halt. Das schmeckt halt wirklich gut. Es ist ja mal wieder schön zu wissen, dass es ja noch Geschmäcker gibt im Gaming-Booster-Bereich, die mich nicht zum Heulen bringen. Und zum Würgen. Ja, also, ne? Ist ja auch so. Die letzten Geschmäcker von Gamers Only fand ich auch nicht geil. Ne? Und nee. Auch Summer Lime und so, das ist auch nicht so meins. Das ist auch okay. Ja, ja. Ne? Aber es ist nicht so meins. Und das ist halt, das ist super lecker. Das ist schon gut. Wir schon sagten, gute Silbermedaille. Ja, sonst so. Sonst kommt auf unseren Discord, wie schon erwähnt. Oh ja. Da ist immer was los. Da ist immer was los. Party. Immer wird abends gezockt und am Wochenende die Warzone-Lobbys unsicher gemacht. Und zu diesem Zeitpunkt solltet ihr eigentlich schon alle auch da sein. Ne? Ja. Für die neuen Leute. Ja, für die neuen Leute. Wir sind hier die Werbetrommel für machen. Und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns wieder über ein Like, ein Abo und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und benutzt natürlich die Kommentarsektion, eure Meinung hierüber auszudrücken. Unbedingt. Ja, und dann würde ich schon sagen, sehen wir uns wieder nächste Woche bei einem neuen Video. Zu irgendwas. Und ja, würde ich sagen, in dem Sinne, wir schauen und reingauen.